Was geht, Shisha Suchtis, und willkommen zu einem neuen Video von mir, Aykut Hooker. Und ihr wisst, es ist heute mal wieder Zeit, Aykut am Limit. Und ja, der Chipsriegel, der hat öfters in den Kommentaren geschrieben gehabt, Aykut, 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 und immer wieder das gleiche, mach mal Fruchtstücke, mach mal Apfel. Ich werde jetzt dem Chipsriegel zuliebe, in aber auch meinen Livestreams, ich werde jetzt ein paar Apfelstücke in den Kopf machen, Tabak oben drauf und mal gucken, ob man das geschmacklich so merken kann. Ich denke, ich werde davon nicht sterben, deswegen habe ich gesagt, gut, ich mache das jetzt mal. Und ja, Leute, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, was ich Behindertes rauchen kann, ohne dass ihr mich dabei umbringt, oder was ich in die Bowl machen kann, was total crazy, was man mal ausprobieren kann, und schreibt es unten rein und vielleicht seid ihr im nächsten Video dabei, wenn es mal wieder heißt Aykut am Limit. Ich werde sowas von verrecken. Und wir sehen uns dann, wenn ich das Köpfchen gebaut habe. Ihr werdet das jetzt auch alles sehen, Leute. Okay, halt. Bis gleich. So, ihr kleinen Suchtis, ich habe den Kopf fertig gemacht. Ihr habt es gesehen, es ist schon fast 50-50, kann man sagen. Jo, ich habe obendrauf Lemon Fresh gemacht und meine Sorge ist jetzt halt, ich habe die Kohle jetzt schon draufgelegt, das sind 4 Kohle, weil ich so scheiß Kohle habe, Leute, fragt nicht. Ich warte jetzt erstmal, bis der Kopf ein bisschen heiß wird. Ja, meine Sorge ist, dass Lemon Fresh einfach vom Geschmack zu intensiv ist, dass es zu stark ist und dass man da dass man da den Apfel nicht rausschmecken kann. Ja, und das ist meine Sorge. Aber ich habe jetzt so ein bisschen dran geschnuppert gehabt, bevor ich das Köpfchen draufgelegt habe. Man hat schon Lemon Fresh gerochen, logisch. Aber man hat auch ein bisschen was vom Apfel gerochen. Und ich bin mal gespannt. Also Chipsriegel, du wolltest die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, ob man da was schmeckt. Meine Theorie ist, ich glaube nicht, dass mich das umbringen wird. Aus dem einfachen Grund, wenn man sich einen Echtkopf macht aus dem Apfel und Tabak rein, dann ist ja Kohle quasi auch auf dem Apfel. Und ja, da ist ja auch nie was passiert. Also von daher denke ich, wenn man es in den Kopf macht, so Apfel oder sonst wie was, dann wird da auch nichts passieren. Von daher mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Ich bin eigentlich nur gespannt, ob man da wirklich was rausschmecken kann, ob es funktioniert. Aykut am Limit, das Experiment, ne? Und ja, gut, dann rauchen wir das gute Stück jetzt mal an. Ich denke, ist jetzt in der guten Anrauchphase jetzt. Dann fangen wir mal an, oder? Also bis jetzt merke ich noch nichts, klar. Ich denke auch, das wird ein bisschen dauern, bis da wirklich irgendwas vom Apfel kommen könnte. Es ist nicht safe, ob da irgendwas kommen wird. Ich denke einfach nur, jetzt wird das mal so die obere Schicht, jetzt fängt das mal an, so mit Lemon Fresh, und dann geht es vielleicht jetzt noch ein bisschen dann so zum Apfel. Vielleicht entwickelt sich das noch, das werden wir jetzt alles noch sehen. Also bis jetzt schmeckt der Kopf hervorragend, natürlich ist auch Lemon Fresh. Bis jetzt, Leute, Lemon Fresh, alles gut, aber Apfel bis jetzt noch nicht. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in den Kopf rein. Schau mal, wie weit ich da denn schon bin. Oh. Tabak, ja. Was den Apfel betrifft, da ist jetzt noch nichts braun oder schwarz geworden. Wird wohl noch ein kleines bisschen dauern, Leute. Ich denke, ich werde hier auch jetzt mal einen kurzen Cut machen und jetzt mal ein bisschen den Kopf rauchen.
Und da mal schauen, wenn sich was getan hat. Oder wenn sich da gar nichts mehr tut, weil jetzt werde ich hier ewig rauchen, rauchen, rauchen. Und vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Von daher werde ich jetzt einen kurzen Cut machen und in der Zeit ein bisschen rauchen und da mal gucken. Vielleicht verrecke ich ja dran und das... Ja, dann war's das. Ja, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt diesen Kopf knapp 10 Minuten geraucht und jetzt nehmen wir mal einen kräftigen Zug und kommen mal zum Endergebnis. Zu krass. Einfach zu krass, Leute. Ich habe ja einen grünen Apfel genommen. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, ich bild mir das jetzt nicht ein, weil vorhin dachte ich wirklich, ich bild mir das ein, aber jetzt ist es safe. Ich atme aus, Lemon Fresh. Und was bleibt mir im Rachen? So ein grüner Apfelgeschmack. Aber, aber keiner, der kratzt oder keiner, der beißt. Also bis jetzt, Leute, ich rauche jetzt noch ein bisschen. Zu krass. Schmeckt einfach nach grünem Apfel. Ohne Scheiß, Leute. Voll übel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, so, ah, das wird jetzt eh nichts. Es wird entweder scheiße schmecken oder man schmeckt gar nichts. Aber Leute, man schmeckt wirklich einen grünen Apfel raus. Jetzt. Also, oh mein Gott. Nee, es schmeckt wirklich nach einem grünen Apfel. Aber jetzt merke ich auch, wie es langsam anfängt zu brutzeln, Leute. Also ich habe es auch vorhin die ganze Zeit knistern gehört. Und jetzt, glaube ich, sind wir bei der Schale angekommen vom Apfel. Denn jetzt hat er so einen kleinen Nachgeschmack, der so, ja, ich sag nicht beißt oder so, aber man merkt schon, das ist jetzt vom Apfel dieser Nachgeschmack im Rachen. Also jetzt nicht so was Gutes, sondern so etwas eher neutral. Aber bis jetzt schmeckt es halt scheiße. Ich denke mal, wenn wir dann so weit angekommen sind und sagen wir mal, die obere Schicht ist jetzt wirklich tot und unten fängt es dann schon richtig an mit der Hitze, denke ich mal, wird es scheiße schmecken. Aber bis jetzt kann ich sagen, Leute, ohne Scheiß, man schmeckt einen grünen Apfel raus. Zu krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist jetzt nicht so ganz meins, aber Leute, das hat mich voll erstaunt. Also, ohne Scheiß, ey, Chipsriegel. Guter Tipp. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt noch mit Früchten in den Kopf machen sollte. Ich habe zuerst an Banane gedacht, aber am Ende bin ich high oder so. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal sowas ausprobiert habt, Leute. Und wie eure Erfahrung damit ist. Also, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Auf jeden Fall, Leute, Lemon Fresh. Und grüner Apfel im Hintergrund, der im Rachen ist, so krass. Einfach krass, Leute. Also, Leute, ich kann euch sagen, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Ich habe so gemacht, wie Chipsriegel gesagt hat. Ich habe unten jetzt die Schicht gemacht mit Apfel und oben Tabak drüber. Und da es funktioniert, klar, man hätte es aber auch vielleicht komplett mischen können. Wäre eventuell auch gegangen, denke ich mal. Aber ohne Scheiß, Leute, es funktioniert. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich gebe mal so eine klare Probierempfehlung raus, Leute. Also, heute bin ich nicht an mein Limit gekommen, Leute. der Tabak, der ging... Also, diese Konstellation geht klar, Leute. Ich würde es natürlich nicht jetzt nochmal rauchen oder so. Ich würde nur sagen, mal zu probieren, damit man es mal gemacht hat, kann man mal machen. Ich würde jetzt sagen, macht jetzt immer euer Kopf so, macht jetzt mal Apfelstücke rein, es wird immer geil schmecken und so. Nee, probieren könnt ihr mal. Für mich persönlich jetzt... nette Erfahrung, war gut, kann man mal machen. So Leute, wenn ihr noch ein paar crazy Ideen habt, schreibt es unten rein, bitte versucht mich nicht umzubringen, ihr wisst Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo und schreibt mir in die Kommentare, was dann als nächstes kommen soll, wie schon gesagt, ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder, Leute, es wird extrem eklig, ich hoffe, ich packe das mit dem Termin und... wie ich das so geplant habe, hoffentlich. Und seid gespannt auf Sonntag, das wird wirklich hart. Ja, aber ich verspreche es euch nicht, weil letzten Sonntag kam ja auch nichts, aber dazu sage ich im sonntagigen Video noch was. Okay, Leute, bis dann, raucht einen schönen Kopf, ihr wisst Bescheid und tschüss!